Eine Wahlkampfveranstaltung in Istanbul. Vor tausenden Menschen wirbt Recep Tayyip Erdogan um Stimmen. Denn am Sonntag wählt die Türkei. Und normalerweise ist das reine Formsache. Seit 20 Jahren ist Erdogan an der Macht. Aber diesmal sehen die meisten Umfragen seinen Herausforderer vorn. Den Oppositionschef Kemal Kılıçdaroğlu. Ein wichtiger Grund für das Stimmungsbild: die anhaltende Wirtschaftskrise. Die Unterdrückung von Regierungskritikern hat zuletzt auch Investoren abgeschreckt. Die Inflation liegt bei rund 50%. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in den vergangenen 10 Jahren gesunken. Erdogan hatte mindestens eine Verdopplung versprochen. So sind viele Menschen unzufrieden. Ne alabilirsin yani kıymanın kilosu olmuş 300-330 lira. Et ona güzel. Kuzu et al diyor. Erdogan und die AKP ist die Unzufriedenheit der Menschen ein großes Problem. Denn ihr gewöhnlicher Stimmenfang funktioniert so nicht mehr. The reason why this party keeps winning is that because it delivered to voters certain material benefits, except for really hardcore voter base. And this is the first time that magic seems not to be working because of the economy, because of the high inflation, increasing cost of living. Die Wirtschaftskrise wirke sich schon jetzt zu sehr im Alltag vieler Türkinnen und Türken aus. It badly hurt people. Natürlich gibt es trotzdem noch viele unerschütterliche Erdogan-Fans. Sie sehen keine Verbindung zwischen den Entscheidungen der Regierung und der Krise. Beobachter fürchten, dass Erdogan das Land endgültig in eine Diktatur verwandeln könnte, sollte er nochmal im Amt bestätigt werden. Diesmal aber muss er um den Wahlsieg kämpfen. Türkische Präsident Erdogan ist bekannt für seine ganz eigene Sicht der Dinge. Das gilt zunehmend auch für wirtschaftspolitische Fragestellungen. Erdoganomics heißt das neue Feld. Ich werde Ihnen 3 Gründe nennen, warum Erdoganomics scheitern werden und das Land möglicherweise sogar eine Wirtschaftskrise treiben. Erstens, Erdoganomics haben das Land bereits in eine Währungskrise getrieben. Die Türkei also hat es sich öffentlich hingestellt und hat die Notenbank dafür gerügt, dass die Zinsen so hoch sind. Doch genau das Gegenteil ist richtig. Eine hohe Inflation begegnet man am besten mit einer Erhöhung der Zinsen. Solange die Lira instabil bleibt, wird niemand in der Türkei wirklich investieren. Die türkische Lira setzt ihren Erholungskurs heute fort. Unterstützung lieferte eine milliardenschwere Finanzspritze aus Katar. Das Emirat hat dem Land 15 Milliarden Dollar an Direktinvestitionen zugesichert. Die Türkei hatte im Jahr 2020 eine Schuldenquote von 33%. Die Schweiz 41%. Das sind gesunde Werte für ein Land. Deutschland hat eine Staatsverschuldung von 70%. Das ist schon etwas höher, aber noch kein Problem. Ab 90% wird es dann ernst. Die USA hat eine Schuldenquote von über 110%. Italien ist bei 155%. Die höchsten Schulden der EU hat Griechenland mit 200%. In Staaten mit über 90% Schulden ist das Vertrauen für Investoren und Anleger nicht mehr gegeben. Denn es könnte sein, dass man als Anleger sein Geld nie mehr zurückbezahlt bekommt. Diese Situation hatte die Türkei zuletzt noch im Jahr 2001, als sie eine Schuldenquote von 75% hatte und von der IWF noch Hilfe beziehen musste. Heute leiht die Türkei der IWF Geld und hat eine der tiefsten Staatsschulden. Zweiter Grund. Erdoganomics vertreiben globale Anleger, doch globales Kapital braucht die Türkei dringend. Drittens. Erdoganomics gefährden den Wirtschaftsstandort Türkei. Wer den ökonomischen Aufstieg und Fall von Nationen studiert, stößt immer wieder auf einen Erfolgsfaktor. Den Rechtsstaat und gesicherte Eigentumsverhältnisse. Aber Erdoganomics sind genau das Gegenteil davon. Staatliche Willkür und rechtliche Unsicherheit. Doch wenn Und wenn Sie jetzt schon mal beim Beraten und Empfehlen sind, schauen wir mal auf die Anleger hier in Deutschland. Was würden Sie denen empfehlen? Sind türkische Unternehmen derzeit noch interessant oder besser? Finger weg. Sie sind interessant, gerade weil die türkische Lira wieder abgewertet hat. Ich hatte ja schon dargestellt, dass die Türkei im Endeffekt sehr gut, was das Wachstum anbetrifft, oder die das BIP, durch das letzte Jahr gekommen ist. Und wir haben die Unternehmen sind nicht wegen der Politik erfolgreich, sondern trotz der Politik. Und so den Standort Türkei darf man nicht als Investitionsstandort abschreiben.
Die fehlenden Einnahmen aus dem Tourismus schwächen das Land weiter. Die türkische Lira befindet sich schon auf dramatischem Abwärtskurs. Laufend sinkt die Kaufkraft der Menschen, die Preise hingegen steigen. Eine Teufelsspirale und immer mehr Menschen im Land fürchten um ihre Existenz. Alles wird teurer. Seit April, seit Beginn der Pandemie, wurde alles um etwa 50% teurer. In einem Land, in dem der Mindestlohn bei etwa 200 Seit Jahren verzeichnet die Türkei ein Wirtschaftswachstum. Selbst mitten in der Corona-Pandemie gab es bisher kein Schrumpfen. Seit 2003 stieg das BIP der Türkei durchschnittlich 6% pro Jahr. Mit dieser Leistung erreichte sie den Status G20, ist also ein Land unter den 20 wirtschaftsstärksten Ländern geworden. Eines ist das jährliche Wachstum des BIP. Die Türkei hat demnach gegenüber dem letzten Jahr 2020 um die gleiche Zeit 21,7% mehr Güter und Dienstleistungen produziert und verkaufen können. Es resultieren auch die Lohnerhöhungen. Dank dem steigenden BIP können Arbeitgeber in der Türkei den Arbeitnehmern den Lohn mehr erhöhen, als die gleichzeitig steigende Inflation ansteigt. So bleibt der Reallohnindex immer im positiven Bereich und Türken haben trotz Inflation mehr Geld in der Tasche. Das erreichten die letzten Jahre nicht viele G20-Staaten. Aussagekräftig ist erst das reale BIP der Türkei pro Kopf. Erst recht, wenn die Teuerung bereinigt ist, dann spricht man vom kaufkraftbereinigten BIP pro Einwohner in der Türkei. Durchschnittlich wird in der Türkei pro Kopf und pro Jahr $28.385 erwirtschaftet. Daraus ergibt sich der durchschnittliche und kaufkraftbereinigte Jahreslohn der Türken. Der Gehaltsunterschied, also die Schere zu anderen G20-Staaten, wird also immer kleiner, was bedeuten würde, dass die Türkei ihrem Ziel immer näher kommt, zu den 10 stärksten Wirtschaftsnationen zu werden. Finanzhilfen für die Türkei aus deutschen Kassen. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, bei mir im Studio. Was halten Sie davon, von dem Vorschlag von SPD-Chefin Nahles? Wenn Hilfe, dann lieber der Internationale Währungsfonds. Die wissen, was sie tun. Die sind auch politisch unabhängig. Die können auch die richtigen Bedingungen auferlegen. Das ist wichtig. Sie wollen ja nicht Geld geben und sagen, hier macht mal, sondern wirklich Geld gegen Gegenleistung. Und das. Aber wie schlecht geht es der Türkei wirklich? Ist das tatsächlich so eine existenzielle Krise, die Sie jetzt da haben? Ja, ich glaube schon, weil das ist ja nichts, was jetzt kurzfristig ist. Das zeichnet sich ja schon seit vielen Jahren ab. Die Türkei lebt über seine Verhältnisse, baut riesige Schulden auf, gerade in Auslandswährung. Und meine größte Sorge ist, oder die wirklich Grundursache ist das, was Präsident Erdogan macht. Sie können nicht eine offene Volkswirtschaft per Gutsherrenart regieren. Sie können nicht Menschenrechte beschneiden, Unternehmer beschneiden, völlig willkürlich regieren. Alle, die dort irgendwie können, verlassen das Land. Das sind nicht. Herr Fratscher, wie kann das passieren? Die Türkei war ein Vorzeigeland. Es ist so viel passiert. Die Wirtschaft, sie hat geboomt, auch unter Erdogan. Als Ministerpräsident hat er dieses Land wieder erfolgreich gemacht. Also Wachstumsraten von bis zu 10% über Jahre. Und jetzt alles nur wegen der Strafzölle durch die USA? Nee. Nee, hat mit den Strafzöllen mit der USA nichts zu tun. Das ist wirklich eine hausgemachte Krise. Diese 10% Wachstum, das war ja nichts Nachhaltiges. Das hat man auf. Hat demnach gegenüber dem letzten Jahr 2020 um die gleiche Zeit 21,7% mehr Güter und Dienstleistungen produziert und verkaufen können. Und letztlich ist es eine politische Krise. Präsident Erdogan kann eine Volkswirtschaft nicht so managen, indem er letztlich das steuert und versucht, hier Unternehmen Vorgaben zu machen. Es sind, ähnlich wie in Griechenland, sind es die Türken selber, die das Land verlassen, die sagen, hier möchte ich nicht mehr investieren. Hier hängt es nur davon ab, welche politischen Verbindungen sie haben, nicht wie wirtschaftlich erfolgreich sie sind. Und das rächt sich jetzt für Präsident Erdogan. Und wenn er nicht umlenkt. Aber wird er denn tatsächlich seinen Stolz zur Seite schieben und wird den IWF wirklich anfragen um finanzielle Hilfen? Oder muss der IWF von sich aus kommen und sagen, hör mal zu, wir haben hier was für dich? Der IWF wird nicht alleine kommen. Präsident Erdogan wird das natürlich vermeiden, bis es nicht mehr geht. Aber wir sehen gerade jetzt in Argentinien, die mussten jetzt schon wieder zum IWF gehen. Wir haben es immer wieder in der Vergangenheit gesehen, dass Diktatoren, dass Autokraten das bis zum letzten Augenblick herausgezögert haben. Und dass viele Autokraten auch zu Fall gekommen sind. Also für Präsident Erdogan wird es gefährlich. Eine Wirtschaftskrise, die die Menschen in den Ruin treibt, wird auch für ihn politisch nicht gut sein. Also er wird sich ändern müssen. Und das